Und hier ist die Jury, die die Weisheit gleich mit Löffelbiskuits verspeist hat. Willkommen zurück, Betty und Christian. Oh oh. Wie auf dem Foto. Ist alles da, was ihr gefordert habt? Ja. So, Raoul, versteckst du irgendwas vor uns oder sieht zumindest nicht normal aus? Ich habe ein heißes Blech gestapelt und habe aber vergessen, dass ich die ja gerade aus dem Ofen rausgeholt habe. Da habe ich das Backblech angefasst und dann mir eben die drei Finger komplett verbrannt. Und deswegen musste ich mit einer Hand arbeiten, beziehungsweise... Ich habe nichts gemacht, also nur Anweisungen ausgeführt, nichts genascht und auch nichts verraten. Also war ganz artig. Das eiskalte Händchen hat geholfen. Das tut schon beim Zuhören weh. Also pass gut drauf auf. Also Brandwunden sind nicht mit zu spaßen. Lass es gut versorgen. Kommst du mit zu meiner Seite? Ich komme zu deiner Seite. Möchtest du was dazu sagen? Ja, Mürbeteig sollte sich eigentlich nur unten drunter befinden und obendrauf ein schöner Löffelbiskuit. Der hat natürlich automatisch auch so eine kleine Wölbung und ist halt nicht platt wie ein Keks. Das mit dem Einstreichen müssen wir auch tatsächlich noch mal ein bisschen üben, weil auch da ist natürlich, das sieht ein wenig wild aus. Soll ich anschneiden? Ja. Eigentlich sollte die Marmelade bzw. die Konfitüre halt zweimal im Anschnitt zu sehen sein. Unten habe ich eine sehr, sehr dicke Schicht und hier oben, da theoretisch hätte die Marmelade auch noch mal auftauchen müssen irgendwo. Unten drunter positiv Mürbeteig, richtig schön mürbe gebacken, du hast den leichten Crunch. Die Creme ist ein bisschen fester, oben die Schicht der Marmelade fehlt auch beim Essen. Und vor allen Dingen für mich persönlich, der Löffelbiskuit ist einfach als Keks gebacken, also ist zu trocken. Geschmacklich stimmt es, bis auf die Konsistenz, gerade vom Löffelbiskuit, dass der zu fest ist. Mhm. Auch bei der zweiten Torte ist die Dekoration ein bisschen ähnlich wie bei der ersten Torte. Beim Einstreichen, es sieht natürlich nicht so wirklich appetitlich aus, muss man einfach mal so sagen. Die Marmelade sollte definitiv nicht durchkommen. Vom Anschnitt das, was du jetzt erwartest? Nein. Immer noch nicht. Definitiv nicht. Auch hier hätte viel mehr von der Creme zu sehen sein müssen. Ja, ich bin gespannt, wie die Textur ist. Wenn er zu dünn gebacken ist, hat er eine Konsistenz wie ein Keks. Das ist hier tatsächlich passiert, er ist zu trocken. Die Creme ist definitiv zu fest und hier oben drauf sieht man das. So langsam trennt sie sich und es fehlt natürlich an Volumen. Der Mürbeteig ist wirklich schön gebacken. Mhm. Der hat eine schöne Konsistenz. Also von dem Aufbau stimmt es, aber von der Ausführung beim Anschnitt ist auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Da ist schon so eine Idee von fächerförmig zu erkennen. Mhm. Was mir jetzt als allererst auffällt, ist die Farbe. Die sind so ein bisschen bräunlich. Wenn ich jetzt nicht irgendwie so 2-3 Gramm quasi Kakaopulver hinzugebe oder dunklen Zucker nehme beispielsweise, dann sollten sie eigentlich tatsächlich ein bisschen heller sein. Fragezeichen auch auf meiner Stirn. Vom Einstrich her? Es ist okay. Bist du jetzt zufrieden? Sag du es mir. Nee, bisher hatten wir 2 Exemplare, mit denen du nicht zufrieden bist. Frage ich dich jetzt, ob es jetzt endlich funktioniert. Nein, natürlich hat. Nicht. Oh. Also das hier in der Mitte, was ist denn das? Das ist verbrannt.
Ach so. Warum ist das so dunkel? Das Ding ist hell, das ist doch eigentlich das Gleiche. Was schön gelungen ist, ist der Mürbteig. Der hat eine angenehme Dicke und ganz dünne Schicht Marmelade. Aber dazwischen ist das hier, was auch immer das sein soll. Also, von der Creme her muss ich sagen, das, was oben drauf ist, dieser samte Glanz, das hält tatsächlich auch das Versprechen, wenn man es quasi in den Mund nimmt. Die Creme ist wirklich wunderbar, aromatisch, der Rum ist natürlich allgegenwärtig und der Mürbteig ist gut gebacken. Nur das mit dem Löffelbiskuit hat hier auch überhaupt nicht funktioniert. Bei der nächsten Torte kann man als allererstes festhalten, dass der Löffelbiskuit halbiert wurde. Yes. Da hat jemand das Rezept richtig gelesen. Allerdings sind es relativ wenig Löffelbiskuite oben drauf. Da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht und dann auch natürlich den Fächer. Vom Anschnitt zufrieden? Ja. Na, du hast hier noch Löffelbiskuit. Auf der Seite hast du kein Löffelbiskuit mehr oben. Ich habe hier tatsächlich nur eine Kante und auf der anderen Hälfte auch kein Löffelbiskuit mehr. Und wenn ich hier hingucke, ja, man kann es genau erkennen. Dann ist hier auch kein Löffelbiskuit. Also auch der ist recht sparsam. Da ist definitiv auch zu wenig von dem Löffelbiskuit drin. Vom Essen her ist es wirklich sehr angenehm. Der Mürbteig ist gut durchgebacken, der Rum ist da, die Marmelade ist gleichmäßig verteilt und vor allen Dingen hat die Chantilly auch richtig die Cremigkeit, die ich mir wünsche. Da freue ich mich eigentlich tatsächlich schon die ganze Zeit ein bisschen drauf. Man muss schon sagen, man kriegt dann immer so ein bisschen Angst. Oh scheiße, welches Rezept hast du jetzt da mitgegeben, wenn das keiner auf die Kette kriegt. Aber hier muss man sagen, man geht schon wirklich in die richtige Richtung. Diese Löffelbiskuit, die haben so diese ganz leichte Tatzenform, so wie es hätte sein sollen. Obendrauf ist die Chantilly verteilt, es ist nicht verschmiert, es ist glatt obendrauf, so soll es auch sein. Und auch der Rand ist tatsächlich mit am besten ausgarniert. Er freut sich, oder? Der Anschnitt von der Schichtung, Mürbteig, Konfitüre, Löffelbiskuit, Creme, nochmal Löffelbiskuit. Man sieht hier, wie die Konfitüre, oben drauf noch die Schicht. Ich glaube, das ist der Anschnitt, den du genauso wolltest. Perfekt. Rein vom Aufbau und Geschmacklichen her gibt es hier für mich nichts dran auszusetzen. Oh. Es ist wirklich hervorragend. Obendrauf vor allen Dingen, und ich muss das nochmal hervorheben, der Löffelbiskuit. So ist der Biss tatsächlich für mich genau perfekt. Konsistenzen stimmen alle, auch von der Creme. Die hat schön diese Geschmeidigkeit, ist gut aufgeschlagen und es passt halt genau vom Verhältnis, auch vom Geschmack. Ihr dürft euch gern beraten und Pünktchen verteilen und dann erwarten wir ein Ranking. An der Schwierigkeit der Aufgabe merkt man, dass es in Richtung Halbfinale geht. So, Christian. Ja. 2 Stunden, dein Rezept. Viele Variationen. Technische Prüfung, es ist immer tatsächlich ein Auf und Ab. Hier in dem Fall tatsächlich ein bisschen mehr ein Ab als ein Auf. Hier vorne das Exemplar. Es gibt Nuancen zu verbessern für mich. Aber vom Prinzip her, vom Mundgefühl her, hervorragend gearbeitet. Ich bin jetzt ein bisschen verliebt. Christian hat das erste Mal das Wort perfekt im Zusammenhang mit meinen Torten benutzt. Trotzdem haben wir jetzt hier wirklich 4 ganz unterschiedliche Exemplare. Hier rätseln wir beide immer noch über die Farbe. Sie sind verbrannt, das ist meine Vermutung. Ich meine, das war ja nur diese eine Schicht, die jetzt wirklich nicht so gelungen war. Und Christian fand es ja, glaube ich, ganz schön schlimm. Mit der Aufteilung vom Löffelbiskuit hatten wir bei 2 auch, wo wir den Löffelbiskuit zum Teil gesucht haben. Und dadurch stimmt ja auch der Geschmack nicht. Ich ärgere mich natürlich über die Dinge, die ich eigentlich theoretisch schon mal gemacht habe und jetzt ganz genau wusste ich auch sofort, dass es falsch war.
Vor allem bei den hinteren Plätzen wird es spannend. Betty und Christian, wir sind gespannt auf eure Punkte. Legt los. Klassiker sind ja so ein bisschen tricky, das habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Von daher haben wir auch ein Ranking. Und der fünfte Platz befindet sich gleich hier. Von wem kommen die? Raoul. 9 Punkte. Eh nie was. Also, der Löffelbiskuit hat natürlich nicht die Form, die wir uns gewünscht haben. Er ist nicht halbiert. Es ist halt auch nicht so aufgefächert, wie sich Christian das gedacht hat. Was aber noch viel auffälliger ist, ist tatsächlich die Chantilly, die halt so ein bisschen, ja, kurz davor ist, abzuscheißen, nicht mehr die richtige Bindung zu haben. Und dadurch kommt hier auch halt überall die Konfitüre durch und das ganze Erscheinungsbild ist halt nicht ganz so sauber und akkurat, wie wir uns gedacht haben. Bei jeder Aufgabe ist bei mir die Creme halb, also eigentlich wegge... Also irgendwas mache ich falsch, ne? Weiß ich nicht. Na gut, akzeptiere ich. Also muss ich akzeptieren. Kommen wir zu Platz 4. Der direkt daneben steht. Von wem ist diese Torte? Susan. 11 Punkte. Sie ist sauber eingestrichen. Allerdings fehlt bei dir innen drin die zweite Schicht von der Konfitüre. Und der Löffelbiskuit ist halt auch nur zum Teil die zweite Schicht eingelegt. Im Eifer des Stresses meines Anfangs immer wieder habe ich nach vorne geblättert zu den Zutaten und habe nur gesehen die Maßeinheit von der Marmelade und habe alles unten reingemacht. Es sind ja wenigstens stolz 11 Punkte. Von möglichen 20. Es ist ja nicht ganz so katastrophal. Nein. 0,5 Punkte besser ist der dritte Platz. Mit 11,5 Punkten, der befindet sich hier. Alexandra, was zum Geier ist denn mit dem Löffelbiskuit passiert? Die Löffelbiskuit waren mir zu hell. Da habe ich gedacht, die lasse ich noch eine Minute drin. Und hol schon mal die Folie. Dann habe ich mit der Folie gekämpft und irgendwann dachte ich, da war doch noch was. Ich konnte mir schon erklären, dass es verbrannt ist. Es ist natürlich überhaupt nicht so, wie es sein soll. Was dir wirklich gut gelungen ist, das Temperieren von der Schokolade, muss man sagen. Auch die Creme ist tatsächlich wunderschön. Und deswegen dritter Platz, 11,5 Punkte. Dann kommen wir zum zweiten Platz. Sagenhafte 0,5 Punkte besser, also 12 Punkte hat dieses Exemplar. Das bin ich. Matthias, die Löffelbiskuit zu wenig in der oberen Schicht, weil wir haben es natürlich nur so teilweise drin gehabt. Ich glaube, ich hatte noch auf dem Blech 3-4 halbe, also durchgeknackste. Also ich hatte tatsächlich zu wenig. Was bei dir wirklich gut gelungen ist, ist die Creme. Du siehst es auch schon vom Farbton her. Sie ist schön, sie ist geschmeidig. Schon ganz gut, 12 Punkte. Ja, bleibt ja nur noch einer übrig. Das bin auch ich. Madita, herzlichen Glückwunsch. Soll ich dir deine Punkte verraten? Ja. 18,5. Oh. Oh, stark. Du merkst es schon an den Punkten. Also wir haben nicht wirklich viel auszusetzen. Ich bin halb froh, dass überhaupt dieses Exemplar so hier vorne steht. Die Löffelbiskuit obendrauf sind wirklich wunderschön. Sie hätten natürlich einmal in der Mitte halbiert werden müssen. Ich glaube, mit 18,5 Punkten in Platz 1 kannst du nicht. Danke.